I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time have listened to... Many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Meow, looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Musst du mich gleich so krass anmachen? Also, jetzt nicht blöd anmachen, sondern, jetzt guck mich nicht alle so an. Miranda's an idiot, because falling in love is stupid. What is she, 12? Actually, she's about 15, so your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah, sure. Okay, get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Ganz ehrlich, das könnte, also im jetzigen Moment für sie eine recht peinliche Situation wäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was passiert, wenn wir dahinter gehen und sie dann auf einmal bloß, weiß ich nicht, in Unterwäsche oder so dasteht und sie dann so ein bisschen peinlich berührt und so, ne, dann dasteht. Es ist halt auch ein bisschen dann seltsam, Chloe so zu sehen, wenn das wirklich so vorkommen sollte. Fläche. Fläche? Fläche. Ich dachte, ich kann mit der Fläche noch irgendwas machen. Das heißt, ich habe erst darüber nachgedacht, soll ich wirklich wahre Liebe oder so? Ich weiß nicht, ob das dürfte zu früh sein. Und ich glaube, Rachel schätzt uns ja selber auch nicht so wirklich so ein, ne? Also als, ja, schüchtern bei manchen Sachen. My pants get lonely without my belt. Ja, ich komm gleich. This poster definitely says something. Hey now. Sharing is caring. Stifte für den, was? Für den Inspizierten. Niemanden sonst. Inspizienten, ach du Scheiße. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen verwirrt, oder? Sie kennt das, glaube ich, eher nicht so, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass das ihre erste Erfahrung so mit einer anderen Frau ist, also, oder wird. Dass das halt alles noch sehr, sehr neu und sehr, sehr verwirrend und so, aber... Why do theater kids take themselves so seriously?
Okay, Rachel Amber als Prospera, Gottes Willen. Rachel Amber, eine neue Schülerin der Blackwell Academy, beeindruckte in ihrem Vorsprechen mit einer herzzerreißenden Lesung von Blanche aus Tennessee Williams' Endstation Sehnsucht. Rachels andere Interessen umfassen Sport, das Debattierteam, Spendensammlung auf Booster. Okay. Lokale Geschichte und Natur. Sie hofft eines Tages auf den Bühnen des Broadways und der Kinoleinwand in Hollywood zu erscheinen. Nathan Prescott als Caliban. Was? Caliban. So, Nathan ist ein geliebter Sohn der ältesten und einflussreichsten Familien in Arcadia Bay und hofft, dass seine Vorstellung von der Sturm des Vermächtnisses des Prescott des Prescott-Namens an der Blackwell Academy noch erweitert wird. Die Darstellung von Caliban war, ich hoffe, das spricht man so richtig aus, war eine Herausforderung für den Zehntklässler, der seine Freizeit mit Sportfotografie, anderen perversen Sachen und seinen Freunden verbringt. Okay, Dana Ward als Miranda. Dana ist, die war immer nett gewesen, ne? Dana ist in der 10. Klasse und trat im letzten Jahr in zwei anderen Produktionen an der Blackwell Academy auf. Dana mag Football, Vorwärts, Bigfoots, Social Media und Tanzen. Sie hofft in der 12. Klasse ein Mitglied des Vortex Club zu werden. Hayden Jones als Ferdinand. Diese Aufführung markiert den Einstieg für Hayden Jones in der Theater... Ich habe da erst Therapiegruppe gelesen. In der Therapiegruppe der Blackwell Academy. Er sprach als einzigster einer Mutprobe vor und wie sich herausstellte, genießt er die Schauspielerei tatsächlich. Er ist im 10. Jahrgang und zu seinen Interessen zählen Sport, Kräuter, aha, und lange Spaziergänge im Wald. Juliette Watson als Ariel. Juliettes Hauptinteresse sind Journalismus und sozialer Aktivismus, doch sie ist sehr aufgeregt, in diesem Frühling ihren ersten Auftritt als Ariel zu bestreiten, dem unberechenbaren und mächtigen Geist, den Prospera verzaubert und ihren Willen unterworfen hat. Travis Keaton, ruhig höher. Travis Wilbury Keaton ist ein Veteran des Broadways und dient der angesehenen Blackwell Academy als Lehrer der Schauspielkunst, Mentor und Freund. Er hofft, dass seine bescheidenen Neuinterpretation von Shakespeares Meisterwerk die zukünftige Generation an Anführern dieses Landes dazu inspirieren kann, nach Größe zu streben und niemals sein Motto zu vergessen. Ars gratia radis, was auch immer das heißen mag. So, inspiriert, okay. War fast klar, technische Crew. Ach nee, warte mal, Steph sollte eigentlich bei der. Ist egal. Adam Lalala, Brooke Scott, Tongestaltung, macht Sinn. Design des Programms, Poster, Evan Harris, hatten wir auch schon gesehen. Besonderer Dank an Director Wells, Rose Amber, Carolyn Prescott, Helen Christensen, Burnett. Alles ganz schön. Okay. So, ich glaube, warte, bevor wir den Gürtel noch nehmen. Ihr wisst ja. Warte mal, wo ist denn sie jetzt reingegangen? Sie ist da hinten reingegangen, ne? Requisite? Was haben wir hier? The Prescott donation doesn't cover this. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. Should be life is drama. Ja, passt schon irgendwo. Sweet caller, Pepe. Oder ist jetzt. Nee, sie müsste ja eigentlich. Ach, sie wird da hinten sein. Okay, sie zieht sich gerade noch um, dann war das doch ein anderer Raum, den ich da... Ich dachte, sie wäre dahinter gelatscht. Aber von da sind wir ja kommen, wäre auch blödsinnig. Okay, nehmen wir mal die Gürtelschnalle. Ich hoffe, wir können... Warte mal, wo waren die nochmal gewesen? Hier. Ich hoffe, wir können uns aber trotzdem noch das andere Zeug ansehen, in Ruhe. Rachel looks so happy here. There's Rachel's belt. Guess I'll go give this to Rachel now. Schatz, ich hab da was für dich. Also gleich, lass uns erstmal rumgucken, ne? Save my life. Get some ink. Ganz ehrlich, ich hätte die da gar nicht erkannt.
Aber nur gut. Sometimes you just gotta turn up the heat. Wo sind die ganzen Stifte? Ich weiß, dass du es warst, Hayden. Jojo, mein Gott. Ist ja nicht so schlimm. I'm gonna guess it's from Logan. Dana, du bist wunderschön. Willst du mit mir ausgehen? Ich find's super. Von Logan. Rate wer. Ist schon irgendwie witzig. Ist schon witzig. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Ja gut, das ist okay, Wunder, wenn du nicht da bist. Alles klar. Meine Schönheit? Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. I really liked your costume. Thanks. So? Did you bring flowers for my dressing room? I guess I owe you. I'll hold you to that. I'll let you finish changing now. Chloe Price. Rachel Amber? Last night was amazing. You call getting attacked by goons amazing? I've got to hang out with you more. Deal. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Maybe it doesn't have to end. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Es ist halt voll seltsam. Also bei ihr, also ich denke mal, gefühlsmäßig ist es so, Chloe muss es ja richtig derb erwischt haben. Vielleicht noch nicht so gefühlsmäßig, aber sie weiß, irgendwas ist in ihr so, was er noch nicht kennt, was komisch ist, was er aber irgendwie schön findet, aber auch verwirrend irgendwie so. Vielleicht liegt es auch bloß daran, dass man eigentlich weiß ja, wo die Reise hingeht mit ihr gefühlsmäßig. Aber das jetzt so zu sehen, dass sie so ein bisschen auch ein bisschen rumstammelt und dann doch nicht so die Taffe ist, obwohl es versucht irgendwie raushängen zu lassen, ist halt eigentlich irgendwie ein ganz schöner Anblick. Ich weiß, es hat halt einen ganz anderen Charakterzug, wie man sonst halt übelst als taffe Person kennt. Ich denke, Rachel Emma wird abtrünnig? Was? Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Ganz ehrlich, es könnte für uns vielleicht noch in Schwierigkeiten bringen, aber hey. Are you kidding? This is a badge of honor. Respect. Let's get the hell out of here. You sure you don't want to just grab the bus, or? Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well? What the hell am I getting into here? Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Rachel wants me to pull up a chair? Maybe one of these crates. Okay, das wird trotzdem übel Ärger geben. Ich nehme die Kiste gleich, aber
Es hat wirklich ein ganz nicer Ausblick. Gut, ja, die Textur da hinten vom Wald ist halt ein bisschen, ne? Aber was willst du machen? Ich wollte... Oh, wir haben ja einen Haufen neue Leute. Oh, stimmt. Oh Gott. Da wird bestimmt irgendjemand... Also Elliot wahrscheinlich nicht sauer sein, aber er wird uns wahrscheinlich aufklären. Okay, warum warst du nicht in Chemie? Also okay, yep. Was ist mit Drew gelaufen? Das heißt, du warst klasse. Ja, lass uns später reden, alles klar? Das Ding ist, ihr wisst. Ihr wisst, ne, wenn wir hier schon mal auch neue Personen haben. Und ganz ehrlich, da wir ja eh schon jetzt auch wieder zwischendurch eine lange Folge hatten und ich trotzdem mal ein bisschen rekapitulieren will, aber trotzdem irgendwie mit einer Szene abschließen möchte. Und ich habe so ein Gefühl, ich könnte mir gut vorstellen, wo die Reise hingeht, also wo wir jetzt mit dem Zug zumindest auch hinkommen. Aber dass es dann eine Szene gibt, wo es dann wieder endet. Und ich würde es halt gerne so enden lassen. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten, wer das dann halt sehen will, müsste dann das mit dem Tagebuch vorlesen vorspulen. Also ich hoffe, mir ist da keiner böse. Aber erstmal zu den Leuten. Drew North ist Mickeys älterer Bruder und die zwei konnten nicht unterschiedlicher sein. Drew ist ein Sportler. Die Art... die jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbringt und seinen Bizeps Namen gibt. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel, aber wie ich höre, ist er echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Das Ding ist, seine Aussagen, gerade in Bezug auf Nathan, kann ich dann schon verstehen, weil auch was Persönliches vom Vater drin ist, ne? Und der andere Vater hat ihn halt gezwungen oder wegen ihm wurde halt von der Werft entfernt und bla bla bla, ne? Da kann ich das schon gut vorstellen, warum der so ein Hass auch auf ihn ist und dass man sich seinen Platz halt verdienen muss. Auch irgendwo richtig, ja, da spielt halt viel Emotionales von der Familie und so mit rein. So, Mickey hat mir erzählt, dass Drew mit einem Sportstipendium zur Uni will. Was gut ist, denn seine Familie ist noch ärmer als meine. Sein Vater war einer der Fischer, die durch die Prescotts ihren Job verloren. Wie man sich vorstellen kann, steht Nathan deswegen auf Drews schwarzer Liste. Keine Liste, auf dem man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann und Scheißkerl überhaupt irgendwer? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Drew wirklich ein schlechter Kerl ist, aber ich weiß es nicht. Es ist, als existieren wir in verschiedenen Ebenen der Realität, die sich zufällig in derselben Schule befinden. Von mir aus kann es gern so bleiben. Ja, ich glaube, von dem werden wir jetzt auch nicht so viel mitkriegen, denke ich mal. Ja, Nathan, der Typ, ey, ne? Nathan Prescott ist das goldene Kind der Prescotts, der ältesten, reichsten und mächtigsten Familie in Arcadia Bay, die einen auch oft und gerne daran erinnert. Nathans Vater arbeitet im nautischen Bereich. Ich glaube, es hat etwas mit dem Ermorden von Seehundbabys und sie in Todesstrahler fürs Militär zu verwandeln zu tun. Aber ich kann mich nicht an die Details erinnern. In der Stadt gibt es jedenfalls viele Leute, die Prescotts hassen. Eingeschlossen all der Fischer, die er um ihre Arbeit gebracht hat. Und mit Fischern willst du dich nicht anlegen. Die stinken. Nathan ist seltsam, er ist extrem privilegiert und doch düster und nachdenklich. Obwohl er ein Arsch ist, tut er mir manchmal leid. Es ist einfach nur dieser komische Typ, der seinen eigenen Müll durchschauen will, aber er muss so tun, als sei er all diese Dinge, die ihm eindeutig nicht liegen, wie ein Sportler oder einer der coolen Typen. Man kann sehen, dass es ihn fertig macht. Natürlich ist die beste Medizin gegen Mitleid für Nathan tatsächlich, mit ihm zu reden. Dann fällt einem wieder ein, was für ein wunderbar hassenswertes Gesicht die Prescott-Gene ihm gegeben haben. Ja... Naja, er wird es aber, denke ich mal, auch nicht leicht haben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie thematisiert habe beim ersten Life is Strange. Ich glaube schon. Aber entschuldigt halt viele Sachen auch irgendwie nicht. Also, da ist bei ihm ist halt sehr, sehr schwierig. Besonders, wenn du kein Psychologe bist. Unsere Rachel. Das Verrückte an Rachel... Ach nee, warte mal. Wie soll man Rachel Amber beschreiben? Ich suche nach den richtigen Worten, seit ich sie getroffen habe. Das Verrückte an Rachel ist, dass ich sie hassen sollte wie die Pest. Sie hat nur Einsen. Alle Welt... Was? Alle Welt? Lehrer wie Schüler liebt sie. Sie steht total auf Schauspielerei und ich habe gehört, sie hat einen Nebenjob als Model, in dem ihr Staatsanwalt, Vater und ihre... Stafford, Hausfrau, Mutter, sie wahrscheinlich unterstützen. Das alles klingt nach dem Rezept für Schrecklichkeit. Und doch ist Rachel irgendwie so gar nicht die erwartete Art goldenes Kind mit Privilegien. Sie ist überhaupt keine Art Typ. Sie ist vermutlich die unbeherrscht...
was überraschendste Person, die ich je getroffen habe. Und das sage ich nicht nur, weil sie mir beim ersten Treffen auf dem Rockkonzert half, ein paar zwielichtige Typen abzufertigen. Es ist eher eine Aura, die sie umgibt. Wenn du mit ihr zusammen bist, ist alles möglich. Scheiße, das klingt, als wäre ich in sie verknallt, oder? Ja, gewisse Züge sind da. Hoffentlich gibt sie bald etwas fürchterliches über sich selbst Freies, wie Briefmarken sammeln oder eine Liebe für Katzenmemes. Irgendwas, das sie etwas weniger unbeschreiblich klasse macht. Ja. Oh, in the Rage. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Weiß keiner. Whoa, Nathan's dad is a Terminator? That totally checks out. Terminationsbedachtigung, naja. Man kann es auch echt wissentlich falsch verstehen, ne? I feel pretty confident there's going to be a dead body in here. Ah, man sollte es nicht beschreien. Besonders wenn man eh weiß, wo die Reise hingeht. Oh, da bin ich sowieso gespannt, wie es gemacht wurde. Kann ich mich eigentlich neben ihr setzen? Nee, ich kann mich nicht noch anschauen. Another typical day, skipping school with Rachel Amber. Wie gesagt, ich hab das Gefühl, ich muss mal gucken, wie viel das ist. Wir waren ja bei Seite 3 gewesen, das habe ich ja zwischendurch auch vergessen. Wir haben 8. Das geht also noch. Die mehr oder weniger kleine Aufarbeitung. Ich hoffe wirklich, mir ist da keiner böse und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich mich nicht mehr da groß zu Wort melden werde, auch wenn wir vielleicht Entscheidungsmöglichkeiten haben. Kann ich aber noch nicht versprechen, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht. Aber ich hab's halt gerne, wenn's endet. Also, wen das nicht interessieren sollte, einfach so lange ein bisschen vorspulen, bis das Tagebuch weg ist. So, die 3 hatten wir gelesen, genau die 4. Max, die Verliererin, 7.5. Ja, genau. Ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen, warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firewalk warst. Selbst Frank war da. Und er ist mein Dealer. Oder Mama, falls du das liest, er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens und ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und habe dann den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in meinem Café Arcadia Bay stattfinden? Ach, scheiß auf Seattle. Außerdem habe ich ein abgefahrenes blaues Auge als Andenken. Nichts Besonderes, aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, deren Eier ich zerquetscht habe. Oh ja, und ich werde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firewalk plus Chloe. Größer als Max. Ach ja, Mann. Max. 7.5. Okay. Du weißt ja, wie es mir so vorkam, als könnten die Dinge zwischen Mama und mir nicht schlimmer werden. Ha! Die traurige Wahrheit ist, auf einmal musste ich mich entscheiden, ob ich nett oder ehrlich zu ihr sein soll. Denn beides geht nicht. Aber wie soll ich weiterhin nett sein und so tun, als treffe sie keine fürchterliche Entscheidung mit dem Schnurrbart? Wie gesagt, wäre das echt ein Vorteil gewesen, das zuerst zu spielen. Ich glaube, die Entscheidungsmöglichkeiten oder wie man sich entscheidet, wenn man den ersten Teil nicht kennt, wären doch ein bisschen anders gewesen. Und warum bin ich die Einzige, die sich wegen der feindlichen Übernahme unseres Hauses sorgt? Heute ein Werkzeugkasten und Schmorbraten, morgen... Ich sollte hier aufhören, meine geistige Gesundheit zuliebe. Ja, ich weiß, dass Mama sich wegen dem Geld Sorgen macht, aber das rechtfertigt ihre fürchterliche Männergeschmack nicht. Außerdem weiß Mama, dass ich schwänze, ich scheiße, was scheiße ist, aber auf gewisse Art fühle ich mich besser. Bedeutet das, dass ich ein schlechter Mensch bin? Dass es mich nicht kümmert, dass ich schwänze und dass ich nur erleichtert bin, nicht mehr lügen zu müssen? Ich weiß nicht, warum, vielleicht ist wegen dem Pfund nicht möglich und... Aber es ist halt komisch, dass überall die Ü-Striche fehlen, oder? Antworte besser nicht drauf. Chloe, der nutzlose, schlechte Mensch. Nein, warte, das war falsch. Nein, das war auch falsch. Sorry, das müsste jetzt... Okay, Max, immer noch 7.5, okay. Der Schnurrbart hat mich heute zur Schule gefahren. Ja, so läuft mein Leben. Noch schlimmer, er dachte, diese Fahrt wäre die Gelegenheit, mir zu sagen, wie die Dinge von jetzt an laufen. Du wärst stolz auf mich, ich habe meine Klappe gehalten wie ein braves Mädchen oder eine brave Serienmörderin. Es gibt mehr als eine Art, David zu häuten.
Hab wieder von meinem Papa geträumt. Der Traum, in dem ich dort war, als es passierte. Es wird jedes Mal schwerer, mich daran zu erinnern, was echt ist und was nicht. Nach dem Aufwachen weiß ich nur, wie sehr ich ihn vermisse. Ich hoffe, das hört nie auf. Die Chloe, die nicht dort war. Oder doch? 7.5. Habe ich dir je von Nathan Prescott erzählt, alias das verwöhnte Arschlochbaby? Erinnerst du dich an diese alte Frage? Was wäre, wenn du in die Zeit zurückreist und Hitler ermordest? Ich mache mir Sorgen, dass ich diese Attentat gerade verhindert habe, als ich dazwischen gegangen bin, als Nathan von Drew vermöbelt wurde. Dem Footballer und allgemein wütenden Teenager. Vielleicht werde ich im Alter weich. Nein, das hast du nur gemacht, weil ich dahinter einen Hintergedanken hatte, um eventuell, naja, irgendwas zu verhindern, was eigentlich nicht möglich ist, weil das wäre halt komisch von der Erzählstruktur, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, aber ja, irgendwie die Hoffnung ist doch da. Hab mit Elliot gesprochen, er war super nett wie immer, er wollte mit mir rumhängen, wie immer, und ich habe ihn abgewiesen. Wie immer. Armer Kerl, er ist echt hartnäckig. Es muss schwer sein, sich einen Scheiß für mich zu interessieren. Wo ich gerade bei sich einen Scheiß interessieren bin. Ich habe heute Morgen mit Steph und das Lustige ist, also ich denke mal, ich interpretiere das richtig. Die Sachen, die so ein bisschen anders geschrieben sind, ergeben sich aus den Sachen, wie ich mich bei Gesprächen entschieden habe, oder? Kann das manchmal sein? Ich habe heute Morgen mit Steph und Mickey gespielt. Es war nicht schlecht, ich weiß nur nicht, ob ich die Energie habe, mich fortwährend zu interessieren für irgendwas. Es sollte mich vermutlich stören, dass mir alles so egal ist, aber dann musste ich mich ja für etwas interessieren, oder? Chloe, die Zwickmühle. So, Max, ich weiß, was du denkst. Ist immer noch 7. Ja doch, ist immer noch derselbe Tag, ist ja klar. Du denkst, wird sie jetzt endlich über Rachel Amber reden? Na gut, du neugieriges Miststück. Hier ist es. Rachel Amber ist das beliebteste Mädchen der Schule und steht auf einmal total drauf, mit mir rumzuhängen. Wie heute Morgen, als sie mich in den Raum der Theatergruppe schleppte und vor der gesamten Klasse nach meiner professionellen Meinung über wahre Liebe fragte. Ich habe natürlich gesagt, dass wahre Liebe Schwachsinn ist. Mr. Keaton, der Schauspiellehrer, schien mir tatsächlich zuzustimmen. Dann nahm Rachel mich mit in ihre Ankleidezimmer. Ich muss zugeben, so schnell bin ich noch nie vom ersten Treffen zu beim Anziehen helfen übergegangen. Aber das ist Rachel. Ihr ist es egal. Sie lässt einfach die Sau raus. Dann kam Rachel mit diesem verrückten Plan an, wir sollten zusammen die Schule schwänzen und da im Zug springen. Du weißt schon, so wie Kinder in den 60ern die Schule schwänzten. Den 60ern des 19. Jahrhunderts. Bleib dran, Max. Ich habe so ein Gefühl, dass ich dir bald noch viel mehr über sie erzählen werde. Chloe, der Liebesdoktor. Mehr und mehr haben wir ja schon nicht mehr, ne? Das ist wieder Seite 1. Genau. Was aber von Rachel an sich total schlau ist, wenn die sowieso auf so ein bisschen, ich sag mal, ausgeflipptere Sachen steht, mehr oder weniger, ist es eigentlich von ihr total gut, sich trotzdem bei anderen Sachen übelst reinzuhängen, gerade was auch beim Schulischen so ist, weil, wenn sie jetzt zum Beispiel schwänzt, sie ist in der guten Position eigentlich, sie hat sich halt in die Schule voll reingehangen, ist so eine gute Schülerin und so beliebt und blablabla, dass sie sich so einen Fehltritt einfach auch mal erlauben kann, ohne großartig Konsequenzen fürchten zu müssen, ne? Okay, und da sind wir wieder, es war halt, bei Max hatten wir ja wesentlich mehr zu lesen gehabt, also gefühlsmäßig. Kann ich über die Kiste eigentlich auch rüber, weil da hinten ist noch irgendwas, was ich mir gerne angucken würde. Oh. Kann ich die auch woanders hin bewegen? Nein, 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 nur, nein, nicht, nein, nein. Ja, aber nicht draufsetzen. Nicht draufsetzen, Mann. Da, oh, danke. Ja, warte. Entschuldigung. Das hatte ich eigentlich bloß gesehen, aber was ist denn das? I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price 1. Twain 0. Nett. I see humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Everybody lies.
I like that. Ich fand's halt wesentlich, ne? Passender irgendwie, weil alle Monster würde ich nicht unbedingt sagen, aber dass jeder lügt, man kann es halt nicht abschreiten. Okay. Madame, lass uns eine schöne Zeit genießen. Alright, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here, so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? So, what is wrong with you? What? You're acting nervous. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Hey, so, I want to say thanks. For pulling you out of school? No, dummy. Thanks for last night. Ah. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Good to fucking go. Anything beats another second in Blackwall. You really hate it there, don't you? You don't? Right. What reason would Rachel Amber have for hating Blackwell Academy? Your high school royalty. You don't know me. Yet. Let's do something fun. V-card's been punched, Rachel. I'm sorry. Wow. Too far? Well, I don't know. Okay, something fun. I'm all ears. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is... a lie? Right. And then the other person has to guess which is which. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway. To which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu? One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Das ist schwierig. Auf den ersten Moment würde ich sagen, oder beim ersten Eindruck würde ich sagen, beidhändig, aber weil ich glaube, das ist fucking selten, oder?
bei dem Rest. Das Ding ist, in New York kannst du nachprüfen, zeigst vielleicht Geburtsurkunde, bla bla bla, an Datum, an ihrem Geburtstag kannst du Löwe überprüfen, du kannst aber beidhändig recht schwer überprüfen. Weil ich es halt selber von Arbeit durch Corona jetzt, ich bin nicht beidhändig geworden, aber ich habe gemerkt, wenn man viele Sachen mit links machen muss, dass man da sich doch innerhalb von recht kurzer Zeit komischerweise dran gewöhnen kann und damit immer besser zurechtkommt. Und wenn man das halt eine ganze Weile lang macht, aber was ist denn, also Broadway klingt halt schlüssig, weil sie halt das auch so wie sie es wiedergegeben hat, irgendwie sehr schlüssig. Das dritte ist aber, als ob, also es ist für mich so, als ob es einfach so ist, sie hat so ein bisschen, es kam jetzt ein bisschen ein anderes Gespräch auf, als ob sie sich das dritte überlegen musste, was sie denn lügt. Und bei den beiden war sie erst sehr schnell gewesen. Deswegen, ich nehme einfach mal Löwe. You're way too lucky to be a Leo. You've gotta be a Sagittarius or something. The Archer? That'd be cool. Like Artemis? But I'm afraid I was telling the truth. Seriously? Hear me roar. No, the lie was New York. I've never been there. Though I want to one day. I was born in Long Beach. New York's on the bucket list, then. Sounds good. Okay, your turn, Bryce. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. I used to want to be a pirate when I grow up. I kind of still do. Arr. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my Yoo-Hoo. Knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Buckle swash. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? So, pirate. Obviously true. Like you said. Arr. Okay, you say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. That place is a hellhole filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your Yoo-Hoo, she's gotta get got. Damn straight. But, you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. So you're a physician now. Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I guess
6 years ago? 7. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. So, if my math is correct, you told me 2 truths and 1 lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. No, I mean you're really good at this game. It's kind of creepy. I have a hard time imagining what creeps Chloe Price out. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot, that's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. I wouldn't mind listening to some music. Hey, wanna listen? Bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach, or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Fuck it!
sun in my sky. Even when the stars all die, you are gonna make me shine. You make me shine, cause I'm born forever your guide. For all of my life, I will be by your side. Stand your ground, I won't let you drown.